Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Und ja, heute mal mittwochs mal wieder. Haben wir ja nicht mehr so oft, aber manchmal gibt es dann doch ein Mittwochsvideo, so wie heute. Und wenn meine Berechnung stimmt, ist heute sogar, glaube ich, 1. Mai. Und deswegen wünsche ich euch allen einen schönen Tag der Arbeit, einen schönen Mai-Feiertag. Ja, also, worum geht's in diesem Video? Ich habe ein Tauschpaket bekommen vom guten Metal Flow. Ich hatte mit dem Metal Flow einen Tausch, und zwar habe ich in einem An- und Verkauf ein Wii U-Spiel gefunden, was ihm noch fehlte. Muss man erstmal finden, ne? Bei der Masse Wii U-Spiele, die er hat. Ne, habe ich doch tatsächlich eins gefunden, was ihm fehlte. Also ich weiß nicht, wie viele ihm noch fehlten zu dem Zeitpunkt, 7 oder so. Und ich habe eins gefunden. Ne? Also das ist schon nicht schlecht. Ne? Ja, aber darum soll es nicht gehen. Und wie gesagt, das habe ich mit ihm vertauscht. Und dann hat er sich noch was anderes bei mir ausgesucht, was dann alles genau ist. Ne? Das seht ihr vielleicht in dem Video bei ihm. Ne? Gehe ich jetzt mal schwer von aus. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es sogar schon gesehen, weil ich ja in die Unendlichkeit weit vorproduziere. Und ja, auf jeden Fall habe ich ein Tauschpaket von guten Metal Flow bekommen. Er hat mir eins zugeschickt. Ich habe das schon aufgemacht und habe das Verpackungsmaterial rausgenommen. Habe die Adresse geschwärzt. Ich halte trotzdem nochmal meine Hand drüber. Also hier ist das Paket. Ihr seht den Aufkleber. Das ist Original Metal Flow. Ne? Also wenn ihr mal ein Paket so kriegen solltet von Metal Flow, nur mit Original Metal Flow Aufkleber. Ne? Sonst ist das nicht Original Metal Flow. Ja. Pace Metal Flow überhaupt ist ein anderer YouTuber, ne, der einen super Kanal hat, der ähnliche Videos macht wie ich, der Flohmarkt-Videos macht, der Börsen-Videos macht, der Pickup-Videos macht und alles Mögliche in Richtung Game-Hunting auch, ne, ähnlich wie mein Kanal, kann ich euch nur empfehlen. Kanal verlinke ich euch selbstverständlich und, schaut gerne mal rein, lasst ein Abo bei ihm da, kann ich nur empfehlen, super Kanal, ne, ja. Was der gute Metal Flow mir geschickt hat, das gucken wir uns jetzt mal an. Deswegen sage ich einfach mal, los geht's. Also, wir gucken mal in den Paket rein und ich zeige euch zuerst die Goodies. Also, er hat mir auch Goodies reingepackt und damit wollen wir anfangen. Und zwar einmal die Anleitung zu Super Tennis, was eigentlich ein ganz cooles Tennisspiel ist, und die Anleitung zu F-Zero. Und ich müsste nachgucken, ich habe die beiden in OVP, die Spiele, ob er meine Anleitung dabei ist. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, müsste ich nachgucken, aber so in Anleitungen sind immer nice, ne? Und wenn ich so schon haben sollte, gehen die in meine Tauschkiste, ne? Und da findet man auch immer jemanden, dem so eine Anleitung dann noch fehlt, ne? Und sind auch zwei sehr gängige Spiele, ne? Also deswegen ist die... Kann schon sein, dass es da einen Abnehmer für gibt. Ne? Und wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie sogar noch nicht. Oder eine von beiden. Deswegen, wenn ich sie noch nicht habe, gehen die jetzt selbstverständlich in das OVP-Spiel. Aber ich habe beide Spiele definitiv in OVP. Ja, F-Zero, auch ein super Spiel auf jeden Fall. Ne? Ja, dann weitere Goodies, die er mir geschickt hat. Und zwar waren da noch im Paket zwei DVD-Filme drin. Und möchte ich euch mal eben zeigen. Einmal X-Men, der letzte Widerstand. Ich bin gar nicht so ein großer X-Men, Marvel und so ein Film. Ich kenne die. Ich kenne das natürlich teilweise. Ne? Ich kenne die Charaktere. Ich weiß zum Beispiel, er ist Wolverine. Ne? Der hier. Ne? Und hört doch schon was auf. Ja, auf jeden Fall, da gibt es doch noch so einen mit Feuer oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kenne das. Und bin aber nicht der größte Fan davon. Ich sammle das auch eigentlich gar nicht, diese neueren Marvel-Klamotten, ne? Und so neu ist das auch nicht mehr, ne? Das sind eigentlich schon wieder ältere Filme. Ja, aber ich schweife aus hier. Auf jeden Fall, ich werde mir die Filme auf jeden Fall angucken, weil es gab nämlich noch einen zweiten Film, und zwar X-Men 2 war auch mit dabei. Ne? Selbstverständlich auch sowas. Ja, das sind so Superhelden von Marvel, ne? X-Men kennt man, brauche ich jetzt auch nicht großartig was zu erzählen, ne? Und hier oben ist er übrigens wieder, Wolverine, ja, den kenne ich. Ja, und das sind halt so Superheldenfilme. Ich werde mir die auf jeden Fall angucken, das auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich die in der Sammlung behalte, ne? Ich ziehe ja demnächst irgendwann um und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Platz ich habe und wenn es der Platz zulässt, ne, ich werde eine DVD-Ecke, habe ich fest eingeplant in meinem Kopf, ne, und
Wenn's mein Platz zulässt, werde ich die sogar bei mir behalten. Ich habe auch noch eine ganze Kiste mit irgendwelchen anderen DVDs und so. Und auch, das sind auch so Sachen, die in die Richtung gehen. Ne? Wie gesagt, ich mag das schon. Ne? Und ja, mal gucken, vielleicht mache ich mir da auch eine kleine Sammlung. Ich weiß es aber noch nicht genau. Aber angucken werde ich mir die auf jeden Fall. Ja, die beiden gab es auch noch. Ja, das waren die Goodies. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was ich mir bei Metal Flow offiziell ausgesucht hatte. Als erstes ein PS3-Spiel, was ich euch zeige. Ja, PS3 ist eigentlich bei mir so ein Nebensammelgebiet, ne? Was ich auf dem Flohmarkt finde, nehme ich mit, ne? Und ein, zwei speziellere Sachen, die ich auch gerne haben wollte, habe ich auch in meiner Sammlung, ne? Aber obwohl, man muss auch sagen, PS3 kann man auf dem Flohmarkt auch mal noch echt gute Spiele finden, ne? Das ist jetzt nicht so schwierig wie bei so manch anderer Konsole, ne? PS3 findet man auch echt, wenn man Glück hat, auch gute Spiele auf dem Flohmarkt. Ne? Deswegen, ich würde echt sagen, meine PS3-Sammlung ist gar nicht so schlecht. Da sind ein paar gute Spiele bei. Ne? Ja, aber ist eigentlich eher ein Nebensammelgebiet. Ne? Ihr wisst, ich mag hier den ganzen Oldschool-Retro-Kram. Das ist, da hängt mein Herz dran. Aber PS3 mag ich auch. Ne? Und ich habe mir ein PS3-Spiel bei ihm ausgesucht. Und zwar, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. So, also, Sengoku Basara Samurai Heroes. Von Capcom. Ja. Ich weiß nicht, was es genau ist. Es sieht aber nice aus, ne? Mit irgendwelchen Kämpfern oder Samurais oder weiß ich nicht was. Capcom ja sowieso eigentlich immer ganz gut. Und ja, da. Ich glaube es. Man muss auf jeden Fall kämpfen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Und ja, sieht nice aus. Es ist von Capcom. Ich meine, ach komm, ey, das passt super in deine Sammlung, in deine PS3-Sammlung. Deswegen habe ich mir das ausgesucht. Ja, Sengoku, Basara, Samurai Heroes. Gibt es nicht ein Sengoku für die PS2, was richtig teuer ist? Ich meine, ja, ich meine, das ist so. Aber dieses ist jetzt nicht so ein überteuerter Titel, ne? Und ja, vielleicht irgendwann, weiß man ja nicht. Auf jeden Fall von Capcom fehlte mir noch richtig nice, das jetzt auch in der Sammlung zu haben. Habe ich mir was Schönes ausgesucht für die PS3-Sammlung. Und dann habe ich mir beim guten Metal Flow. Er hat mir seine Tauschkiste halt geschickt und da waren drei Nintendo 64-Spiele, ne, also in Module lagen. Ich weiß nicht mehr genau, was das genau alles war. Es war auf jeden Fall Diddy Kong Racing dabei, das, was ich hier habe, und noch ein Spiel. Und das andere hatte ich auch schon. Aber das hier hatte ich nämlich noch nicht, deswegen habe ich mir das gerne ausgesucht, und zwar Nuclear Strike 64. Also, ja, ist wieder so ein Helikopterspiel, ne, wie ich immer sage, ne, also wo man mit dem Helikopter wahrscheinlich im Krieg ist und Bomben abwerfen muss und so was, ne? Und durchs Schlachtfeld, ne? Durch den Krieg und so, ne? Ja, ich habe da auch einige solche Spiele, gerade für den Super Nintendo habe ich da welche von. Vielleicht sogar auch für den Mega Drive, weiß ich jetzt gar nicht. Aber für den N64 habe ich auch so ein Spiel, glaube ich, noch gar nicht. Und ja, Nuclear Strike 64 ist übrigens von THQ. Und ich muss echt sagen, ne? Also beim N64 ist es ja auch so, dass man irgendwann immer die gleichen Spiele sieht. Ne? Ich gehe beim N64, ich bin ich auch schon über 80 Spiele, bin ich auf jeden Fall. Ne? Und beim N64 sieht man auch immer irgendwann die üblichen Verdächtigen, die gleichen Spiele. Ne? Und klar gibt es auch noch einige von den üblichen Verdächtigen, die mir fehlen. Aber das ist jetzt ein Spiel, was ich noch nicht so oft gesehen habe. Ich kann mich gar nicht erinnern, das mal auf dem Flohmarkt oder so gesehen zu haben. Ich weiß auch nicht, ob es selten ist. Ne? Aber ja, ist jetzt nicht unbedingt so ein richtig gängiger Titel, finde ich, ne? Ja, auf jeden Fall gab es Nuclear Strike 64 von THQ. War auch noch dabei. Ja, das war das Tauschpaket von Metal Flow. Die Kiste ist leer. Ja, ansonsten, wie gesagt, guck mal beim guten Metal Flow rein. Ist ein super Kanal. Gucke ich immer gerne seine Videos, gucke ich mir immer gerne an. Der hat auch echt eine entspannte Art, sag ich jetzt mal, ne? Der ist nicht so hibbelig wie ich, aber labern, das kann er, das kann er. Ja, aber guckt am besten selbst bei ihm rein, lasst ihm mal ein Abo da, ist ein super Kanal. Ja, von mir war es das aber auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch, wie immer, eine schöne Woche, kommt gut durch. Ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's, euer Patrick.